In diesem Video zeige ich dir, wie du ein wirklich leckeres Brot selber machen kannst. Das Rezept ist wirklich einfach und alle Mengenangaben sowie eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung findest du unten in der Videobeschreibung. Wir beginnen als erstes damit, unsere Hefe einmal einzulegen. Hier nehme ich jetzt lauwarme Milch. Diese sollte auf keinen Fall zu heiß sein, aber auch nicht zu kalt. Das heißt, so ungefähr 40-45 Grad wären perfekt. Dort geben wir dann jetzt noch Salz sowie Zucker mit dazu. Und dann einmal unsere Trockenhefe. Hier nehme ich jetzt noch eine Gabel und rühre das Ganze ein wenig unter. Und dann sollte diese Trockenhefe so erst einmal ungefähr 10 Minuten stehen bleiben und etwas gehen. Währenddessen können wir schon mal das Mehl in eine etwas größere Schüssel geben. Und wenn die 10 Minuten rum sind, dann geben wir hier auch unser Hefe-Milch-Gemisch einmal mit hinein. Und beginnen damit, den Teig ordentlich zu verkneten. Das kannst du entweder direkt mit der Hand machen oder einfach mit dem Handrührgerät mit den Knethaken. Es sollte auch auf jeden Fall schon einige Minuten geknetet werden, bis alles wirklich richtig schön miteinander vermischt ist. Wenn du das dann schon ein paar Minuten gemacht hast, geben wir noch einmal das Öl mit dazu und kneten auch dieses noch einmal ein. Am Ende sollte so ein schön richtig fluffiger Teig daraus entstanden sein, so wie du es hier siehst. Das heißt, er sollte jetzt nicht super klebrig sein und wenn wir reindrücken, sollte er schon schön weich sein. Jetzt geben wir dann noch etwas Mehl auf den Boden der Schüssel, legen unseren Teig bzw. unsere Teigkugel hier einmal wieder rein und geben auch auf diese noch etwas Mehl. Dann wird das Ganze noch mit einem Handtuch abgedeckt und sollte für ungefähr 40 bis 50 Minuten einmal gehen. Das heißt, an einen warmen Ort stellen und wenn die Zeit um ist, dann kannst du das Ganze auch rausholen und dann wollen wir das Ganze jetzt einmal aufrollen hier, so wie du es siehst, damit wir etwas die Luft rausbekommen und dann wird das Ganze in 5 bis 6 gleich große Teile geteilt, je nachdem, wie groß deine Brote am Ende eben werden sollen. Jetzt nehme ich dann eines dieser Teigstücke und bereite das schon mal so ein wenig vor und dann wird es ausgerollt. Aber nicht zu dünn, sollte nur etwas ausgerollt werden, so wie du es hier eben sehen kannst. Und danach rollen wir das Ganze dann seitlich einmal richtig schön straff auf. Und sollten danach dann gucken, dass wir jetzt hier die ganzen Kanten einmal richtig schön verschließen. Das heißt, die beiden Seiten, da drücken wir den Teig so richtig schön zusammen, dass am Ende auch wirklich komplett verschlossen ist und hier nicht irgendwo noch eine Lücke ist oder irgendein Spalt. Das wird natürlich auf beiden Seiten gemacht und ebenfalls einmal hier an dieser Kante, wo wir es aufgerollt haben. Dort wird das auch richtig schön miteinander verklebt sozusagen. Das heißt, wir drücken den Teig hier überall schön zusammen und am Ende sollte er dann wirklich wie so eine richtig schöne Wurst aussehen, ohne dass man jetzt noch wirklich deutlich sehen kann, wo hier das Ganze zusammengerollt wurde und auch die Enden sind eben komplett verschlossen. Und so geben wir das Ganze jetzt in kochendes Wasser. Hier solltest du vorher noch etwas Salz mit hinzugeben und das Ganze bzw. jedes Brot ungefähr 2 bis 3 Minuten in diesem Wasser lassen. Danach dann am besten vorsichtig rausholen und dann kannst du diese auch schon direkt auf das Backblech legen. Ich habe jetzt auf das Backblech ebenfalls noch etwas Backpapier gegeben. Und so können die ganzen Brote dann erst einmal aus dem Topf. Und werden dann mit einem scharfen Messer noch einmal eingeritzt. Ich mache jetzt hier so quer so ein paar Streifen. Und das wird einmal bei allen Broten gemacht. Und danach kommen sie dann auch schon in den vorgeheizten Backofen. Und danach kannst du sie einmal abkühlen lassen und dann auch schon direkt genießen. Wir haben jetzt so eine richtig schöne knusprige Kruste obendrauf und ansonsten ist das Brot natürlich richtig schön weich und fluffig, so wie es eben sein sollte. Wenn dir dieses Rezept gefallen hat, dann würde ich mich jetzt über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir doch auch gerne in die Kommentare, wie dir dieses Brot geschmeckt hat und vergiss auch nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues leckeres Rezept mehr verpasst.